Heute ist der 11. September 2021. Heute jährt sich zum 20. Mal der Anschlag aufs World Trade Center. Ihr werdet das alle in den Nachrichten mitbekommen haben. Ich war damals 10 circa. Und ja, 10. Heute bin ich 30. Und habe auch vor dem Fernseher gesessen und mir das stundenlang angeschaut, was da passiert ist. Es war unglaublich, dieser Terror. Und was daraus exerziert ist, dieser Krieg in Afghanistan und im Irak. Der Millionen von Menschen vertrieben hat und noch viel mehr Menschen das Leben gekostet hat. Ja, ich finde es arg, dass das schon 20 Jahre her ist. Ich hatte damals so eine Schulunterlage, wo das World Trade Center abgebildet war. Also so eine New York Skyline, wo man das World Trade Center noch sieht. Und einen Tag später war es nicht mehr da. Und es sind ja so viele Menschen ums Leben gekommen. Beim Einsturz des einen Turmes. Und ich habe mir auch die Tage wieder eine Dokumentation darüber Es ist immer noch unglaublich, was es im Fach hat und was für ein Hass gegen andere Menschen was verursachen kann. Und ich finde es schlimm. Aber ich finde, es sollte auch nicht in Vergessenheit geraten, weil sowas kann immer wieder passieren. Überall auf der Welt. Und es ist einfach schwer, wenn man das vergisst. Oder das überhaupt zu vergessen. Schwer, genauso wie der Holocaust. Obwohl das nicht vergleichbar ist, aber das sind Geschichten und Erlebnisse, die keiner von uns vergessen wird und wo jeder von uns weiß, wo er an diesem Tag oder in diesen Stunden, wenn er schon geboren war, jetzt nicht beim Holocaust, aber bei 9-11, jetzt habe ich's. 9-11. Und beim Tod von der Lady Diana wissen wir alle noch, wo wir gewesen sind und was wir gemacht haben. Und es wird uns immer in Erinnerung bleiben. Ich war bei dem Tod von Lady Diana noch ziemlich jung. Ein ziemlich kleines Kind, aber sogar da weiß ich noch, was ich gemacht habe, als die Berichte kamen. Oder beim Tod von Michael Jackson. Weiß jeder von uns, von der Generation, aus der ich stamme, jeder weiß genau, wo er in dem Moment war, wo er das erfahren hat. Und so wird es mit 9-11 auch sein. Obwohl noch viel mehr Gräueltaten darauf gefolgt sind und natürlich ein Krieg ausgebrochen ist, der 20 Jahre und noch länger angedauert hat und noch immer andauert. Und es ist schwer zu sagen,
ist es gerechtfertigt, dass man jetzt noch Leute bestraft, die dafür gar nichts können, damals gar nicht geboren waren? Oder sollte man das Ganze doch mal ruhen lassen? Mit dem Abzug der amerikanischen Truppen aus dem Irak wurde ja da ein bisschen Ruhe eingekehrt. Aber so richtig ruhig ist in dem Land nicht. Es ist lebensgefährlich. Man kann sich nicht bewegen. Normal auf den Straßen in die Schule gehen oder sonst was. Und das wird noch Jahre andauern. Und in Afghanistan war es ja dann genauso. Nicht nur im Irak. Aber naja, mehr will ich gar nicht dazu sagen, weil das die Meinungen spaltet. Aber ja, so ist es mit den meisten Themen. Es gibt auch noch immer Holocaust-Verleugner. Und somit hat sich das. Heute war Sonja da. Die hätte heute frei gehabt, aber aufgrund von Daniels Kündigung habe ich ein bisschen mehr Unterstützung gebraucht. Und ich habe sie gefragt, ob sie nicht vielleicht doch bis 4 kommen möchte oder 4:30. Sie hat dann gesagt, bis 4 kommt sie. Und war dann auch bis 4 da und wir haben Nägel gemacht, 2 Paletten ausgepackt und getratscht und geraucht und Kaffee getrunken. Waren im Kaffeehaus und es hat mir eigentlich ganz gut getan. Obwohl sie es auch noch immer nicht ganz versteht, warum Daniel gekündigt hat. Ich gebe mir auch großteils die Schuld daran, weil ich ihn doch überfordert habe. Und es tut mir einfach wahnsinnig leid. Und es hat mich tief getroffen, wirklich, seine Kündigung. Ich hätte das nicht gedacht, dass mich das so trifft. Ich bin auch seit Donnerstag kaum gesprächig oder kann nicht viel drauf sagen und sehr depressiv und es macht mich einfach traurig. Und ich kann verstehen, dass er gekündigt hat. Wenn es an dem liegt, was ich mir denke, kann ich es verstehen. Aber ich gebe mir halt auch selbst die Schuld. Weil ich ihn mit dem Buch doch ganz schön gefordert habe. Und ich habe halt jetzt Angst, dass er mich mit dem Buch alleine lässt. Es geht nicht ums Buch an sich, aber und wenn ich es nicht rausbringe, bringe ich es nicht raus. Aber die Sache, für die er gekämpft hat, die wäre mir so wichtig. Und wenn ich ihn mit dem Stress überfordert habe, tut es mir auch sehr leid. Und ich habe wirklich viel auf ihn abgewählt. Und wenn das der Kündigungsgrund war, tut es mir echt leid, aber ich konnte in dem Moment auch nicht anders. Ich war selbst überfordert. Oder bin's noch. Und vielleicht habe ich nicht alles richtig gemacht.
Aber ich hab's nie böse gemeint oder so. Und ich hoffe, er kann mir irgendwann eine ehrliche Antwort dazu geben, warum er gekündigt hat und nicht nur sagen, dass er zu unzuverlässig ist oder so, weil er damit die Schuld ja wieder auf mich abwälzt. Und also nicht in dem Sinn, dass er mir die Schuld gibt, sondern dass er daran schuld ist, dass er zu unzuverlässig ist und mich damit nicht belasten will. Wisst ihr, was ich meine? Oder was ich damit sagen mag? Das hat einen fahlen Beigeschmack. Und ich mache mir schon so genug Vorwürfe. Und dann macht das noch mehr Druck und ich fühle mich halt echt schlecht deswegen. Und es ist, glaube ich, ich habe noch nie einen Assistenten gekündigt oder jemand hat gekündigt, bei dem es mir so leid tut. Bei Sonne wird das noch mal schlimm, wenn die mal heiratet und schwanger wird. Aber bei Daniel ist es einfach besonders schlimm, weil er mir einfach sehr ins Herz gewachsen ist und ein wichtiger Mensch für mich ist. Und ich einfach Angst habe, dass der Kontakt jetzt abbricht. Er hat auch von sich noch keine Angebote gemacht. Hey, mir hat jemand geschrieben. Mein Assistent hat gekündigt. Ich hab Hit. Aus gesundheitlichen Gründen. Kennen wir uns? Nur so. Ach so. Hallo Manu. Nein, ich habe nichts getrunken. Warum? Hallo. Ich habe nichts getrunken. Wie kommst du drauf? Nein, ich bin nur müde.
Ich mache eine Tageszusammenfassung. Ich lese nur mit. Auf jeden Fall wollte ich noch ausreden. Ich finde es echt schade, dass er aufgehört hat. Und ja, ich kann es aber auch nicht ändern. Und mich nur auf diesem Weg entschuldigen. Und hoffentlich nimmt er die Entschuldigung an. Das hoffe ich wirklich. Sonst ist halt nicht viel passiert. Ich bin sehr müde, wie gesagt. Ich bin nicht irgendwie betrunken oder so. Das ist nicht meine Art, würde ich nicht filmen. Ich habe gerade ein Video bearbeitet zu den Apple AirPods Max. Hier. Und hochgeladen. Ein Unboxing. Und morgen mache ich das Review dazu, weil ich sie schon 3 Tage habe und glaube ich ausreichend Eindruck davon bekommen habe. Und ja. Die kosten normalerweise 600, über 600 Euro. Und ich habe sie für 400 bekommen. Ihr müsst euch doch nicht streiten im Chat. Ist doch egal, wenn wer 15 Sekunden zum Antworten braucht. Wenn er 30 Sekunden braucht, ist es egal. Jetzt schreibt keiner mehr. Supi. Ja, auf jeden Fall habe ich das Review, also das Unboxing von den Kopfhörern hochgeladen auf YouTube. Und muss beim Review noch einiges richtig stellen, weil ich nicht gesehen habe beim Unboxing, dass der Ladeanschluss unten ist. Und da habe ich irgendwo auf dem Mikrofon gezeigt. Beim Unboxing.
Aber ich habe sie mir dann nie angeguckt. Und natürlich herausgefunden, dass der Ladeanschluss unten ist. Blöd von mir, aber kann passieren. Sonst bin ich, wie gesagt, fertig. Und mal schauen. Morgen kann ich lange schlafen. Und übermorgen ist wieder Montag. Montag bin ich jetzt alleine bis Oktober. Im Oktober fängt Marlene an. Und dann bin ich nur noch Donnerstag und jeden zweiten Samstag alleine. Mal schauen, ob sich da wer findet. So, und ich mache jetzt Schluss, weil ich bin wirklich schon sehr müde. Das Video bearbeiten hat sehr lange gedauert. Macht's gut. Ciao, bis zum nächsten Mal. Eure Ines. Bis morgen oder so.